Hallo und grüß euch zu Colonization, Folge Nummer 3. Endlich geht's weiter und ich sage deswegen endlich, weil hier sicher ein paar Tage Pause dazwischen waren, weil mein Upload-Plan darf man es nicht nennen, aber mein Plan für diese Tage war eben, ein bisschen Bangigan zu spielen. Darum hat sicher, schätze ich mal, Colonization drunter gelitten und es hat ein paar Tage gedauert, bis ihr hier die dritte Folge seht. So, und ich habe auch ein, zwei Tage Pause gemacht zwischen der zweiten und der dritten Folge, weil ich mir überlegen wollte, wie ich das jetzt hier angehe. Ich bin nämlich mit dem Standort nur mäßig zufrieden. Hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass hier ja die Hauptstadt der Spanier ist. Das heißt, die wird sich auch sehr bald ausbreiten. Also da das Gebiet, wie bei uns hier rot zu sehen wird, auch bei den Spaniern, das Gelbe, sich bald erweitern und uns vermutlich hier reinspielen heißt, uns hier einen Teil abschneiden, weil eigentlich ging es mir ja um den Mais und um den Berg, also um das Erz hier und das Silber. Das wird höchstwahrscheinlich wegfallen und dann stehen wir da mit einer Siedlung, die erst wieder nichts bringt. Darum, Ausweichmöglichkeit wäre hier. Ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir hier eine neue Siedlung, da hätten wir nämlich auch Mais und hier einen Hügel mit ein bisschen Erz. Da wären auch Kartoffeln, also ja, es wäre schon ein bisschen was da. Es ist zwar relativ in der Nähe hier die Stadt der Cherokee, aber probieren wir es mal. Hier ist nur die Frage, mit welcher Einheit. Weil eigentlich hätte ich ja, das wäre auch ein Plan, den ich mir jetzt überlegt habe, hier den Speer gern verwendet, um wirklich das zu tun, für was er da ist. Nämlich, ein bisschen zu spähen, ein bisschen die Runde zu schauen, was es hier sonst noch gibt. Darum, wen ziehen wir denn hier ab? Schauen wir mal da ein bisschen genauer. Wir haben ja hier im Moment, wir könnten hier natürlich Zuckerprobleme wieder anpflanzen. Das machen wir auch mal. Und der Meisterzimmermann macht hier natürlich auch Sinn. Der erfahrene Bauer auch. Der erfahrene Holzfäller auch. Na gut, also von dem will ich jetzt mal keinen hier wegnehmen. Allerdings kommt ja hier per Schiff noch einiges auf uns zu. Naja, einiges nicht. Nur der Missionar. Den lassen wir gleich hier aussteigen, würde ich sagen. Und ja, mit dem Schiff werden wir einfach weiter ein bisschen der Küste entlangfahren. Schauen, was alles auf uns zukommt. Wir hätten noch den Pionier. Allerdings würde es mich da durchaus interessieren, hier die Siedlung weiter voranzutreiben. Ja, dann werden wir uns da auf jeden Fall mal einen Bauernhof leisten. 11 Runden dauert das, aber plus 2 Nahrung. Und beziehungsweise könnte man hier natürlich auch eine Plantage bauen, ging auch. Aber starten wir mal mit einer Farm. So, unser Missionar, den haben wir gleich ausgeladen. So, zu geringer Lagerraum in Neu-Amsterdam. Da ist Holz voll und Zucker voll. Das müssen wir abholen. Dann werden wir mal kurzzeitig, bevor das verloren geht, mal entsprechend wieder unsere lieben Mitarbeiter da reinpacken. Warten, bis das Schiff angekommen ist und das dann verladen. So, den Missionar schicken wir hier in die Siedlung. So, wen haben wir denn da? Die Teuelche. Teuelche? Teuelche? Ja, schau mal. Fremder, ich bin Okeke, Kazike der Teuelche. Was treibt euch hier in die windigen Steppen? Ihr scheint uns weder Wohlstand noch Herzenswärme bringen zu wollen. Nehmt an unserem Lagerfeuer Platz, esst etwas Fleisch, trinkt etwas Wasser und geht dann eure Wege. Ja, also auf gut Deutsch, verzieht's euch. Es soll Frieden herrschen, natürlich. Auf Wiedersehen. So, und da sehe ich gleich noch jemanden. Die Franzosen. Tom, ich bin mir sicher, in diesem weiten Land ist Platz genug für 2 bedeutende Männer. Für mich und für meinen König. Kommt mir nicht in die Quere, Bursche. Und nun zieht von dann, bevor ich euch arretieren lasse und richtet eurem Herrn aus,
dass die neue Welt ein Protektorat des französischen Königs ist und ich, Louis de Frontenac, sein treuer Gouverneur. Ja, der mag uns auch nicht sehr besonders. Zumindest mag ich ihn nicht sehr besonders. So, und ja, wir haben ja hier den tollen Vorteil erworben, dank unseres Charakters, dass wir Missionen mit einer hundertprozentigen Erfolgschance errichten können. Ich hoffe, das war zumindest so und das ist jetzt nicht nur Zufall. Darum errichte ich hier eine Mission, hat einen großen Vorteil. Wir bekommen hier jetzt regelmäßig Arbeiter, die wir auch brauchen werden. So, also, Holz und Zuckerüberschuss. Dann nehmen wir noch die Zigarren mit, bevor wir die vernichten. So. Na gut, wir produzieren momentan keine Zigarren, von dem her passt's. Ja. Wo ist jetzt eigentlich... Irgendwie vermisse ich gerade... Wieso ist denn der da gelandet? So, jetzt passt wieder. Okay. Okay, Schiff ist voll. Dann segeln wir mal mit dem nach Europa zurück, dass wir bis zu ein bisschen Geld kommen. Und... Ja, was machen wir jetzt hier? Ich würde sagen, lassen wir das doch aus und sausen ein bisschen die Runde mit unserem Speer. Vielleicht findet man noch ein paar interessante Plätzchen. Familientreffen in Übersee. Freundlich schwenkt der fremde Offizier seinen Hut mit der wippenden Pfauenfeder und ebenso freundlich winkt ihr mit eurem Hut zurück. Doch euer Lächeln ist nur Maskerade. Wieder seid ihr einer fremden Patrouille begegnet, erneut seid ihr auf andere Europäer gestoßen, die wie ihr in die Fremde gezogen seid. So unendlich weit schien euch dieser Kontinent einst zu sein. Ja, wir sind nicht alleine, das wissen wir inzwischen. So, jetzt ist die Frage, schaffen wir es da überhaupt noch so weit runterzukommen, dass wir hier als erstes die westliche Route nach Europa entdecken? Ich glaube, das ist schon längst gelaufen. Ich müsste mal schauen, wo die ganzen Aufgaben sind. In dem Zuge könnte man hier auch natürlich mal uns alles ein bisschen genauer anschauen. Ich weiß nicht, was haben wir uns letztes Mal schon angeschaut, was nicht. Egal, gehen wir dann einfach mal alles durch. Aber vorher mal. Die Inka. Seltsam und armselig wirkt ihr Fremder. Ihr gebt vor, von hohem Stand zu sein, doch lasst ihr euch nicht in Sänften tragen, sondern auf den Rücken wilder Tiere. Ihr betet weder Sonne noch Erde an, sondern ein kleines Kreuz. Ihr kennt weder Schneckentrompeten noch Knochenflöten und auch nicht die Knotenschrift. Ich sehe kaum Kinder bei euch, während ich alleine 200 Söhne und Töchter habe. Ihr dauert mir. Ja, er ist auch vorsichtig. Werden wir auch mal sausen. Ja, jetzt ist eben die Frage, zweite Siedlung, die werden wir super schnell brauchen, weil ich glaube, ganz ehrlich gesagt, hier die Franzosen sind uns schon ein bisschen voraus. Das sieht man hier, die haben sicher schon eine zweite Siedlung. Also wir müssen wirklich Gas geben. Wir sind, glaube ich, echt hinten nach. Dieses Land gehört uns nicht alleine. Ein Seufzen entschlüpft eurer Brust. Wieder kräuselt in der Ferne der Rauch von Lagerfeuern in den Himmel. Wieder trefft ihr auf einen Stamm dieser Wilden, die dieses fruchtbare Land in Beschlag nehmen und behaupten, ihre Ahnen hätten es ihnen vermacht. Doch ihr wisst es besser. Nur derjenige erhebt einen Anspruch zurecht, der dieses Recht auch durchzusetzen vermag. Ihr befehlt euren Männern, ihre Gewehre zu laden und dem Priester euch zu segnen. Ja, klingt jetzt ein bisschen gewalttätig, aber wir haben ja gesagt, wir machen's friedlich. Dabei werden wir auch bleiben. Oh, die Portugiesen, die sind ja auch neu dank Mod. Wohin des Weges, mein Herr? Ihr habt euch wohl verlaufen. Dieser Teil der neuen Welt gehört mir, Mem de Sá, und meinem Herrn, dem gottesfürchtigen König meiner Heimat Portugal. Der Rest der neuen Welt steht uns im Übrigen auch zu. Erkennt unseren Anspruch an und ihr werdet euch als mein Gast hier und ich werde euch als mein Gast hier dulden. Ja, der Nächste, der sich nicht gerade sehr beliebt bei mir macht. So, ja, jetzt sind wir da in einer Siedlung der Einheimischen. Das sehe ich ein Kreuz. Ist das etwa schon eine Mission der Spanier? Kann das sein? Gespräch mit dem Häuptling. Ah, wir bekommen 166 Gold, immerhin. Willkommen, Fremder, du könntest von uns lernen und ein erfahrener Tabakpflanzer werden. Wir benötigen Pferde. Nehmt diesen Talisman, er wird euch auf euren Reisen schützen. Bergkristall im Wert von 166. Ja,
So, jetzt ist die Frage, sollen wir da drüber reiten und da gleich schnell noch die Siedlung gründen, die ich vorhätte zu gründen? Na, ich schaue mich jetzt ganz kurz noch ein bisschen um, ob es da noch eine bessere Gelegenheit gibt. Wir brauchen unbedingt Erz, das ist mal fix. Ja, sollen wir es doch... Ich weiß es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Erz, das heißt einen Standort, wo es einen Hügel gibt. So ein Sägewerk wird empfohlen. Ich glaube, das machen wir auch. Allerdings brauchen wir da Werkzeug, dürfen wir nicht vergessen. Müssen wir eins kaufen. Also, wir wollten ja mal die ganzen Buttons hier oben durchgehen. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das letztes Mal schon gemacht habe. Ja, für den Fall, dass es doppelt ist, tut es mir leid. Sonst gehen wir einfach mal schnell durch. Ja, Städteliste. Europa kennen wir. Einen Speer haben wir immerhin schon, unsere Kontinentaltruppen. Der König hat ein bisschen mehr. Die politischen Beziehungen. Die Einheitenliste, eine kleine Übersicht über die Map. Wo ist wer? Ja, hier die Gründerväter. Das ist ein interessantes Thema. Das werden wir dann vermutlich nächstes Mal angehen, weil noch haben wir, glaube ich, zu wenig Punkte. Ich sehe jetzt hier diesen Balken, zum Beispiel Politikpunkte, drunter Erkundungspunkte. Und wenn man da gewisse Levels erreicht, kann man sich Gründerväter leisten sozusagen, in den Kontinentalkongress holen zu den verschiedensten Themen. Leider haben wir noch nirgends genug Punkte, wie man sieht, um uns einen zu holen. Vor allem Politikpunkte fehlen noch. Wir hätten massenweise Erkundungspunkte, aber das allein genügt nicht. Und sobald wir da genug haben, werden wir uns mal einen leisten. Und ihr seht, es gibt auch immer gewisse Boni, auf die ich relativ scharf bin zum Teil. Sollten wir es auf jeden Fall anschauen. Ja, im Kontinentalkongress landen die dann. Dann, ja, da können wir mal schauen. Wie schaut es denn aus? Weltbevölkerung 1%, Landgebiet 0,56%. 62% der Weltbevölkerung brauchen wir für einen Sieg, beziehungsweise 43% des Landgebiets. Wären ja, wie gesagt, mehrere Siegbedingungen. Unabhängigkeit, sagen wir bei 0%. Die Franzosen schon bei 6%. Ja, und da... Ja, schaut jetzt so aus, da haben gerade die Franzosen extrem zugelegt. Wir dümpeln da irgendwo noch da unten rum, das heißt, da müssen wir jetzt echt ordentlich Gas geben. Die Werte im Vergleich, die schaue ich mir jetzt gar nicht an, aber ich glaube, da sind wir extrem schlecht. Befürchte ich. Ja. So, da wird vorgeschlagen, eine Siedlung zu gründen, das schauen wir uns noch an. Und sonst werden wir das echt angehen und... Eine zweite Siedlung drin. Ich glaube, ich soll ich nach Europa schippern, weil wir hätten Holz an Bord. Ah, ich bin gerade so unentschlossen. Ja, ich glaube, wir gründen die zweite Siedlung, sonst kommen wir da gar nicht vom Fleck. Ist das hier heuer wie so ein Plätzchen? Oder hier? Das wäre auch noch okay. Da hat man noch Tabak dabei. Ah, ich glaube, hier ist besser. Ah, da ist natürlich... Ah, wenn ich mich da besser entscheiden könnte bei solchen Spielen, dann wird das Let's Play vermutlich ein bisschen schneller vonstatten gehen. Ja, da sieht man, jetzt haben sie schon das Gebiet hier ausgedehnt. Also das hätten wir dann vermutlich verloren. Na, wisst ihr was? Ich nehme den Speer jetzt wirklich, um mich noch weiter umzuschauen. Segel auch nicht zurück, sondern geh auch hier weiter schauen. Das Team jetzt durch, so wie es eigentlich geplant war. Was soll's? So, ein Meisterschmied wünscht, in die Kolonien zu wandern. Sehr interessant. Dann werden wir gleich abholen. Sind wir eigentlich unterwegs nach Europa? Oder sind wir schon in Europa? Da kommt das Schiff. In einer Runde ist es da. Ja, dann werden wir weiterhin... Oh, da ist viel Erz. Okay, naja, ist vielleicht ganz gut, dass wir da rumsausen. So, unser Schatz ist da allerdings... Wird da nicht abgeholt. So, Gespräch mit dem Häuptling. Was bekommen wir da? 267, eine Perlenkette. Erfahrene Baumwollpflanze gibt's hier, okay. Ja, dann werden wir das wirklich durchziehen und uns hier weiter umschauen. Und uns überlegen, wo wir die dritte Siedlung gründen eigentlich gleich. So, da verkaufen wir alles, haben wir schön viel Geld. Holen uns mal den Schmied. Und wen nehmen wir noch mit?
Ich würde sagen, nochmal Speer und ein Meisterzimmermann, das passt. Und Abfahrt nach Neu-Amsterdam. Ah, jetzt wäre hier der erste konvertierte Ureinwohner bereit. Mit dem könnten wir jetzt eigentlich eine neue Siedlung gründen, obwohl wir könnten auch in eine Schule schicken. Haben wir im Moment, glaube ich, noch keine. Dann, ja, werden wir das wirklich so machen, dass wir ihn eine Siedlung gründen lassen. Dann werden wir es jetzt einfach im großen Stil ausbreiten. Gründe ich hier eine oder hier. Und dann auch bald oben bei den Bergen einfach jetzt wirklich Gebiet absichern. Und wir brauchen dringend noch Pioniere. Das heißt, wir brauchen noch Werkzeuge. Ein weitgereister Mann. Von Kopf bis Fuß mustert ihr den Mann. Fleckig ist seine lederne Kleidung und löchrig sein Schuhwerk. Staub liegt auf seinem Haar und Vorsicht in seinen Augen. Dieser Scout ist vielen Gefahren begegnet und hat sie allesamt überlebt. Ihr lächelt und reicht ihm die Hand. Willkommen in meinen Diensten. So, wen haben wir jetzt da einkassiert? 2 routinierte Speer. Wo kommen die her? Ich weiß es gerade nicht. So. Da gäbe es ein paar interessante Fleckchen, um eine Siedlung zu gründen. So, die Grafstätte lasse ich mal aus. Weil da wäre das Kartoffeln da auch. Also hier wäre ein interessanter Spot. Da gäbe es eigentlich Nahrung in Massen. Ich glaube hier, wir könnten echt hier eine Siedlung gründen. Hätten wir massenweise Nahrung und Berge. Ich glaube, hier machen wir unsere Minenkolonie. Was hat man da noch? Silbererz. Bonus. Oh ja, da oben, da müssen wir echt zuschlagen. Also, ja, werde ich mal, bleiben wir dabei, weiter erforschen und dann dorthin ausbreiten, so schnell wie möglich. So, da haben wir jetzt erfolgreich unsere Farm fertiggestellt, dann werden wir eine Plantage bauen. Und zwar hier, wo wir Zucker abbauen. Da gibt es eine Plantage. Ja. Die Tupi sind verärgert, warum auch immer. Wahrlich, fremdartig seht ihr aus, Reisender. Haare wuchern aus eurem Gesicht, eure Haut ist weiß wie Salz und euer Blick starr. Ich bin, bin einen unaussprechbaren Namen. Kazike der Tupi. Wollt ihr mit uns Waren tauschen, heiße ich euch willkommen. Doch wohnt ein böser Geist in euren Herzen, werden unsere Blasrohre ihn aus eurem Körper austreiben und euer Fleisch wird über unseren Feuern garen. Lecker. Auf Wiedersehen, sage ich da mal. Ja, wir können natürlich auch mit den Ureinwohnern handeln, kein Thema. Allerdings, da eine Siedlung gründen, ist auch nicht die schlechteste Idee. Ja, werden wir sehen. Allerdings, in Europa bekommt man in der Regel den besseren Preis. So. Da bekommen wir auch ein bisschen was. Auch wieder mal einen Bergkristall. Eben, von dem her lohnt sich die Tour natürlich, sich da ein bisschen umzuschauen. Erstens mal haben wir nette Plätzchen entdeckt, um eine Siedlung zu gründen. So, da machen wir jetzt eine Plantage, oder? Plus 3 Zucker. Ja, auf jeden Fall machen wir das. Kostet halt auch. Ja, und dank dem Mod gibt es übrigens, weil ich das vorher noch ansprechen wollte, auch Learning by Doing, wie es so schön heißt. Also wenn irgendjemand eine gewisse Zeit einen Job ausübt, würde er darin eventuell auch Meister. So, wo ist denn bitte unser Schiff? Das braucht ewig. So. Oh, die sind auch verärgert, warum auch immer. Nunkui. Fremder Mann, senkt euren Blick. Man nennt mich Nunkui wie die große Erdmutter. Ich bin ihre heilige Dienerin und beschirme in ihrem Namen und mit ihrer Macht das Volk der Sua. Erst seit wenigen Generationen leben wir hier im Urwald, nachdem uns ein Volk heidnischer Städtebauer aus unserer angestammten Heimat vertrieben hat. Dürstet es euch ebenfalls, steinerne Städte zu errichten? Nun, ihr solltet eure Dreistheit zügeln, sonst lasse ich euch von den Jünglingen, die mir dienen, euer Haupt abschneiden und als Schrumpfkopf über mein Nachtlager hängen. Okay, Frieden, bitte. Auf Wiedersehen. Und irgendwie sehen wir da jetzt eine Menge der Umgebung. Willkommen, Fremder. Du könntest von uns lernen und ein erfahrener Tabakpflanzer werden. Wir benötigen Schusswaffen,
Lasst euch nieder und rastet, raucht eine Pfeife und lasst euch von uns Geschichten über unsere Heimat erzählen, um euren Geist zu erfrischen. Danke für euer Willkommen. Doch muss ich jetzt leider weiterziehen. Ja, da haben wir jetzt eine Menge Gebiet aufgedeckt. Auch super, dann werden wir direkt die Dörfer abklappern gehen. So, dann nähern wir uns der Westküste. Sobald wir das geschafft haben, werden wir das Schiff auch wieder abstellen für Europa-Pendlereien. So, das ist angekommen. Super, dann werden wir die mal alle ausladen. Und was liefern wir nach Europa? Wir haben einen guten Tabaküberschuss, den werden wir aber verarbeiten. Oder? Ja, wir haben momentan keinen, der das könnte. Dann nehmen wir den mit. Ebenso den Ruhm, ebenso den Zucker, würde ich sagen. Da produzieren wir ja auch massenweise Überschuss. Ja. So, und jetzt fehlen uns noch die 20 Werkzeuge. 20 Eisenwaren, oder? Erfordert 50, genau, 30 haben wir. Ja, dann werden wir was kaufen in dem Fall. Aus Europa. Noch kann man keins selber herstellen. Okay, was haben wir jetzt hier? Meister Schmied. Der wird uns hier nichts nützen. Das wird der, glaube ich, der hier die Siedlung gründet. Es ist sehr weit weg, ich weiß. Aber wir werden schauen, dass wir da eine Straße bauen. Wir werden schauen, dass wir hier auch endlich uns einen Planwagen leisten. Ich würde sagen, ich mach das. Der ursprüngliche Plan wäre eben gewesen, hier eine Siedlung zu gründen. Ich bewege mich mal in die Richtung. So. Da hat man eben auch jetzt einen Speer, einen routinierten Speer. Da soll sich auch mal umschauen. Hier ist schon jemand unterwegs, dann schicke ich den darüber. Gut, und wer ist noch übrig? Der Meister Zimmermann. Den schicke ich für den Moment mal. Wo werden wir die Siedlung gründen? Oder ich besser gesagt hier? Schauen wir mal. Schicke ich einfach mal dem konvertierten Ureinwohner hinterher. Und dann wird es schon schief gehen. So, Gespräch mit dem Häuptling. Schauen wir mal. 392, eine Perlenkette. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, das hier abzuklappern. Gibt schön viel Geld ab. So, da waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Dann besuchen wir das hier noch. Ja, und einen Missionar werden wir uns jetzt auch noch leisten. Wir hätten ja genug Geld, um ein bisschen shoppen zu gehen in Europa. Das werden wir machen. So, da ist wieder ein Ureinwohner konvertiert. Den schicke ich hier rauf. Wir brauchen unbedingt einen Pionier. Wir brauchen unbedingt Straßen. Wir brauchen eine Menge. So, da ist Holz. Wieder kein Lagerraum für Holz in Neu-Amsterdam. Also im Moment brauchen wir viel. Und wir müssen ordentlich Gas geben. Ich glaube, wir fallen gerade auf den letzten Platz zurück. So, heißt, den stecke ich wieder hier für den Moment da rein. Oder, naja, wir brauchen eh noch ein bisschen Zeit, bis wir die Werkzeuge haben. Dann soll der mal hier ein bisschen mithelfen. So. Gerüchte um wertvolle Schatzfunde in der Nähe von Neu-Amsterdam ziehen Glücksritter aus allen Herrenländern an. Die Einwohner und der König beobachten die Vorgänge argwöhnisch. So, was kann man noch machen? Nehmt die Arbeiter mit offenen Armen in unserer Kolonie auf. 10 Nahrung in Neu-Amsterdam eingelangt. 2 Runden Unruhe in Neu-Amsterdam. 2 Einheiten Kleinkriminelle erhalten. Oder Geld. Naja, Kleinkriminelle, darf man nicht unterschätzen, sind auch Arbeitskräfte und irgendwann werden sie dann umgewandelt in normale Siedler. Von dem her nehme ich die 2 Runden Unruhe in Kauf für die 2 Einheiten Kleinkriminelle. Und schick eben einen auch gleich da hinterher. Oder wir könnten aus denen Pioniere machen. Na, Pioniere kaufe ich mir, glaube ich. Und den einen schicke ich darauf. So, jetzt bin ich eben gerade beim Leute verteilen. Weiß nicht, ob das gut ist. Wir werden sehen. So, wir bekommen Edelstein und Goldgefäße im Wert von 980. Jetzt sind wir langsam richtig reich. Weil das ist ein Schatz. Naja, okay. Warum auch nicht? Irgendwann braucht man eine Galeone. So, also, jetzt passt auf. Da wird vorgeschlagen, was ich fast sogar wirklich für den besseren Vorschlag halte. Ja, okay. Da schließe ich mich an.
Und zwar möglichst schnell, weil er ist, wer ist hier unterwegs? Ein Siedler, oh je, oh je. Ich hoffe, der gründet uns jetzt nicht vor der Nase hier eine Siedlung, das wäre super ärgerlich. So, er will offene Grenzen, sicher nicht. So, dann schnell die Siedlung hier gründen, bevor der das macht. Ja, und was kostet unser Spaß? 620, das akzeptieren wir und kaufen das Land. Und bauen hier mal ein Gemeindehaus, dann schauen wir weiter. So. Okay, ich würde sagen, ist genug für diese Folge. Also, zweite Siedlung haben wir gegründet. Nächste gründen wir da oben. Und dann schauen wir, dass wir uns hier einfach ein bisschen ausbreiten, ohne den Ureinwohnern zu nahe zu kommen. Wir werden einen Pionier kaufen. Wir werden auch noch einen Missionar kaufen in Europa. Und dann hoffen, dass wir nicht ganz am letzten Platz gelandet sind und ein bisschen aufholen können wieder. Weiterfahrt. Verblüffte Schreie erschallen, dann klappert es die schmale Stiege herauf und ein zerlumpter Schar Auswandererkinder in Holzschuhen purzelt auf die Schiffsbrücke. Immer mit der Ruhe, brummt der Kapitän freundlich. Ihre Eltern folgen, die Mutter ringt die Hände. Und der Vater blickt so empört, als habe man ihm in die Morgengrütze gespuckt. Jesus, Maria und Josef, ruft er und zeigt auf das nahe Küstendorf, an dem das Schiff vorbeisegelt. Warum bringt ihr uns nicht an Land? Misstrauen und Angst stehen ihm plötzlich ins Gesicht. Wollt ihr uns vielleicht in einer entlegenen Bucht an die Piraten verkaufen? Da lacht der Kapitän so herzhaft, dass die Kinder mitkichern müssen. Keine Sorge, guter Mann. Schaut mal die Küste entlang und blickt auf die Rauchfahnen am Horizont. Der gute Gouverneur nennt längst eine zweite Siedlung sein eigen und dort werdet ihr eure neue Heimat finden. So, dann treffen wir noch die letzte Entscheidung für diese Mission, für diese Aufnahme. Schauen wir mal. Euer König, genau, eine zweite Siedlung. Wir danken eurer Hoheit und nehmen die wohlfeile Hilfe gerne an. Das wären, 20 Werkzeuge. Das wäre genau das, was wir brauchen für Sägewerk. Oder Waffen. Ja, nehmen wir das. Da haben wir die 20 Werkzeuge dabei. So, was kommt jetzt noch? Gouverneur, aus der alten Welt dringt eine erstaunliche Kunde. Beim Krönungsfest des deutschen Kaisers zechten die Herrscher Europas gemeinsam beim Bankett. Der Rebensaft floss, man prahlte und neckte einander, ein Wort gab das andere und schließlich wurde eine Wette geschlossen. Der Majestät, der als erster gelingt, viele neue Städte im Landesinneren der neuen Welt zu gründen, der muss die anderen Hoheiten den blanken Arsch küssen. Unser eigener König hat uns reichen Lohn versprochen, wenn wir ihm zu Wettsieg verhelfen. Ja, das werden wir probieren. So, und jetzt, jetzt lassen wir es gut sein. Ich speichere jetzt, sag alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.